Wohin mit gebrauchten Einkaufssackerl und wie mit den Kunden in Kontakt bleiben. Letzteres löst Ewald Fiebi mit seinen 14 Mitarbeitern in Neudorf im Weinviertel mit einem starken Auftritt im Internet und sozialen Medien. Dass diese Beiträge auch Gehör finden, wir sprechen von über 100.000 angezeigten Inhalten, braucht es besondere Aktionen. Zum Beispiel den Einkaufssackerl-Parkplatz. Wer kein passendes mit hat, darf sich ein Sackerl vom Haken nehmen und später ein sauberes wieder dazuhängen. Der Service wird im Sparmarkt sehr gut angenommen und kostet keinen Cent. Das und die Aktion Zu schade für den Müll mit einem Warenkorb mit Gratiswaren vor dem Ablaufdatum haben der Jury gut gefallen. Deine Bestellung für die Bienen, lautet das eingereichte Projekt von Rainer Rinhofer. Bei ihm und seinen 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Rosenau am Sonntagberg sowie bei einer örtlichen Bäckerei können Pflanzkisteln bestellt werden. Drin sind 10 verschiedene bienengerechte Steinwurfpflanzen aus regionalen Produkten, die im Frühling 2020 abgeholt werden können. Die Kundenfrequenz und das Image ist seit Beginn dieser Aktion laut Rainer Rinhofer gestiegen. Und im Frühling kommen die Besteller ja auch ein weiteres Mal in die Betriebe. Es ist eine einfache Maßnahme, die sich aber gut kommunizieren lässt. So eine Meinung der Jury. Credenz.me ist ein Lebensmitteleinzelhandel und Bistro. Ein Nahversorger in Klosterneuburg mit gesunden, biologischen und regionalen Lebensmitteln, die aber auch leistbar sind. Dalida Horvath und 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben hier zum einen eine Art Genossenschaftskonzept entwickelt. Gegen einen monatlichen Beitrag kaufen Mitglieder günstiger ein, es gibt keine Gewinnspannen. Zum anderen fällt weniger Verpackungsmüll an, da Obst, Gemüse, Käse, Wurst unverpackt sind. Kosmetika und Putzmittel können nachgefüllt werden. Bio wird so leistbar. Regelmäßiges Einkaufen macht Sinn und hilft Geld sparen. 12 Mitarbeiter beschäftigt das Modehaus Kutzam am Standort in St. Valentin. Eine innovative App wurde gemeinsam mit einem IT-Unternehmen selbst entwickelt und ist mit der Warenwirtschaft verbunden. Die Kundenkarte ist digital gespeichert und man kann leicht Punkte für Prämien sammeln oder an Gewinnspielen teilnehmen. Besonders interessant ist der Produktscan, bei dem man den Barcode eines Kleidungsstückes scannt. Sofort wird einem angezeigt, in welchen Größen dieses in einem Kutzam-Modehaus verfügbar ist. Im digitalen Kleiderkasten sieht man außerdem, was schon gekauft und welche Produkte noch zum Probieren mit nach Hause genommen wurden. Wie zeigt man seinen Kunden, was Regionalität wirklich bedeutet? Im Internet und in sozialen Kanälen. Der Familienbetrieb Adek Schmutterer aus Trautmannsdorf vernetzt sich mit seinen Kunden. 60 regionale Lieferanten bringen Lebensmittel in den Markt. Hier gibt es zum Beispiel Kürbiskernöl aus der Nachbarschaft. Mit dem Social-Media-Auftritt baut der Betrieb eine langfristige Bindung zu den Kunden auf. Sie zeigen regelmäßig etwas Persönliches und geben auch Einblicke hinter die Kulissen. Für einen kleinen Familienbetrieb mit 26 Mitarbeitern ist es nicht selbstverständlich, auch in der Online-Welt professionell zu agieren. Das bemerkt auch die Jury.